Jana Seuss und Carina Stilo befinden sich beide im zweiten Jahr ihres dualen Studiums zur Diplom-Verwaltungswirtin beim Bezirk. Hier auf der Abitura, der Berufsorientierungsmesse in Kulmbach, berichten sie interessierten Schülern von ihren Erfahrungen und den Vorzügen vom Bezirk als Arbeitgeber. Ich habe einen Teil in der Theorie, also in Hof, und der andere Teil ist dann das Praktikum, und da kommt man dann eben in die verschiedenen Abteilungen vom Bezirk. Man schaut überall mal rein, ins Personal. Ein großer Teil ist ja die Sozialverwaltung, dort ist man dann auch. Genau. Und die Theorie ist aber hauptsächlich dann Rechtsfächer, aber auch Sozialwissenschaften und wirtschaftliche Fächer. Ich würde mich sofort wieder für den Bezirk entscheiden. Wir haben ja zum Beispiel auch diese EGB-Karte, das heißt, da wird man gefördert, man darf vergünstigt in verschiedene Sportangebote rein. Und das ist generell ein super Arbeitgeber. Wir haben auch das Zertifikat von Audit, Beruf und Familie. Das ist auch, wenn man später mal Kinder haben sollte, wird da sehr drauf geachtet. Und man hat wirklich gute Chancen beim Bezirk. Über 2000 Menschen arbeiten beim Bezirk. Viele Vergünstigungen machen den Bezirk zu einem attraktiven Arbeitgeber. Man kann es erkennen an den Bewerberzahlen. Gerade im Verwaltungsbereich haben wir immer noch sehr gute Bewerbersituationen. Allerdings in den Landwirtschaftsbereichen und Hauswirtschaftsbereichen und auch im IT-Bereich, da sind sehr geringe Bewerberzahlen vergleichsweise. Ich denke, das liegt an dem Fachbereich und in der Landwirtschaft vermutlich auch an den sehr geringen Zahlen an Leuten, die einfach schlicht diesen Weg einschlagen. Die Auswahlprüfung QE3 der Qualifikationsebene 3, dem früheren gehobenen Dienst für das Einstellungsjahr 2021, findet am 5. Oktober dieses Jahres statt. Wir haben immer Bedarf an Personal, aber ich habe in meiner Zeit jetzt habe ich die Ausbildungsstellen für die dritte Qualifikationsebene, also die Beamtenlaufbahn, duales Studium, habe ich wesentlich erhöht. Wir stellen jetzt jedes Jahr mindestens 10 Leute ein, wenn es geht vielleicht noch ein oder zwei mehr, weil ich glaube, es ist der einzige Weg, um auch in Zukunft Fachpersonal auch im Bezirk zu haben. Und wenn junge Menschen bei uns gelernt haben, wenn sie dort ihr Studium absolviert haben, dann ist die Chance einfach viel größer, dass die hinterher dann auch bei uns bleiben. Der Bezirk Oberfranken nimmt als Gebietskörperschaft Aufgaben wahr, die über die Zuständigkeit der Gemeinden, kreisfreien Städte und Landkreise hinausgehen. Dazu gehören vor allem soziale Aufgaben wie die Hilfe für Menschen mit Behinderung und seelischen Erkrankungen oder die Hilfe für alte Menschen in Pflegeheimen. Der Bezirk ist aber auch ein Kompetenzzentrum in Fragen zur Gesundheitsversorgung, Kultur- und Heimatpflege, Landwirtschaft und Fischerei. Wir haben viele Aufgaben. Der Bezirk hat ein großes soziales Herz und wir brauchen wirklich da engagierte Mitarbeiter, damit wir auch den Menschen helfen können in Oberfranken, die weniger Glück in ihrem Leben haben. Detaillierte Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten beim Bezirk finden Sie im Internet.